Hallo, hallo, hier sind Jutta und Roland von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Tja, Leute, die Hexen sind los. Jetzt kommt ja Halloween und da habe ich ein Papierset gemacht. Wieso guckt ihr immer mich an, wenn der von Hexen redet? Reiner Zufall. Und das war eins der meistgewünschten Papiersets, ein Hexenpapierset. Und ja, das wollten wir euch heute vorstellen. Und das Besondere an diesem Papierset ist, dass ihr euch halt ein Hexenpapierset gewünscht habt, was nicht so einen Comic-Charakter hat, sondern richtige Hexen. Und da Roland was von richtigen Hexen versteht, ne? Hat er das, glaube ich, richtig gut umgesetzt. Aber wollen wir nicht lange quasseln? Es gibt nachher noch was zu verlosen, also es lohnt sich dran zu bleiben und sich das anzuhören, um was es hier geht. Ne? Das ist ja schon Tradition bei einem neuen Papierset. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach direkt an. Jo. Zeig, was du gemacht hast. Okay. Wir haben euch wieder ein ganz tolles Sortiment zusammengestellt. Wie ist gut, ne? Ich habe wieder Wünsche angemeldet und Roland hat sie erfüllt. Und natürlich gibt es auch wieder einen Themenkatalog, einen Hexenkatalog. Der Link ist unten drunter. Geht schon gut los hier. Mhm. Der Link ist unten drunter und da sind die Materialien alle drin, die ich dann auch für die Journals verwenden werde. Wir haben also wieder ein Postkartenset, was wir uns natürlich nachher noch im Detail angucken. Dann haben wir dieses wunderschöne Hexenpapier, was Roland euch gleich Blatt für Blatt vorstellt. Und die gucken wir uns nachher auch noch ganz genau an. Das ist nämlich die Hexenapotheke. Einmal Aufkleberbogen, Stickerbogen, die man schön ausschneiden und auf Flaschen kleben kann. Die müssen wir uns nachher noch genau betrachten. Da gibt es eine Menge zu sagen. Und genau das Gleiche, das wollte ich gerne, haben wir hier nochmal als Vellum, als Pergamentpapier, als Durchsicht. Genau, und diesmal ist was das Besondere. Wir haben einmal natürlich einen Stickerbogen beim Papierset mit drinne. Und diese Hexenapotheke, die ist extra. Das ist also ein zweiter, den man, wenn man mag, dazu nehmen kann, wenn man möchte. Genau. Der Stickerbogen, der hier dazugehört, den zeigt Roland. Der kommt am Schluss. Ja, also da haben wir ja schon mal zwei richtig schöne Exemplare hier an Hexen. Die guckt hier so aus dem Bild raus und hat da so ein Rattenbuch in der Hand und hier so einen langen Stab und dahinter natürlich irgendwelche mystischen Zeichen, ein Fledermaus-Skelett, da auch. Sieht irgendwie cool aus. Und ein Schlangenskelett. Stopp. Stopp. Ja. Ich fand sie nämlich mega cool und deswegen musste die schon gleich aufs Cover von meinem ersten Hexenbuch. Und da gibt es noch ein paar magische kleine Hexereien, die zeige ich euch aber erst am Sonntag. Ja, der Knaller ist, dass du... Bist du jetzt still? Ja, am Sonntag. Der versaut mir hier alles. Nicht weiter sagen. Am Sonntag gucken wir uns die ganzen kleinen Menno. Besonderheiten an. Nie darf ich was. Nie darfst du spielen. So. Ja, da habe ich eine Collage gemacht. Magische Kräuter, weil es gibt ja auch die Kräuterhexen. Und hier, die fand ich also besonders cool, der da also diese Zweige aus den Armen wachsen. Das ist eigentlich meine Lieblingsseite in dem Set, muss ich sagen. Die gefällt mir so unfassbar gut. Ja, die ist sehr magisch. Ne? Hier ist so ein düsteres Haus hier mit Zuweg, da ein Totenschädel und ein paar Bücher mit Kerzen. Und hier könnt ihr selber was reinmachen. Das finde ich halt so cool, dass man im Mond im Prinzip schreiben kann und dass man das aber auch zerlegen und alles einzeln benutzen kann. Das ist wieder lustig. Ist es nicht? Nee. Ich kann dir gar nicht sagen, was das ist. Ich hatte einfach hier dieses Ding und ich fand das toll und habe es auf das Muster gelegt. Du bist so fantasielos, also, natürlich ist das Also mich erinnert das irgendwie an so eine CD-Hülle oder so, aber... Quatsch, du denkst, ein Käse gibt's zu. Und dann hatte Hunger, dann hat er einen Gouda drauf gemacht. Ja, wieder aufgeflogen. Oh Mann. So, ja, was wäre denn eine Hexe ohne einen Hexenkessel? Ne? Da blubbert und brodelt all sowas. Und natürlich ist der Umrührstab auch mit einem Schädel. Und eine Hexe muss ja nicht unbedingt immer eine Warze auf der Nase haben und wo ein Haar rauswächst. Das ist mal eine hübsche Hexe. Ja, gar nicht. Ganz im Gegenteil. Historisch waren es meistens ganz besonders schöne Frauen, denen ja dann nachgesagt wurde, dass sie damit eben die Männer behexen. Also Frauen behexen Männer immer noch. Das ist nicht nur im Mittelalter so gewesen. Die kommen nur heute damit durch. Das ist der Unterschied. Ja, wir sind die Töchter von den Hexen, die sie damals nicht verbrennen konnten und umgelaufen. Genau. Ja, und da habt ihr Platz, um was zu schreiben oder was drauf zu kleben. Da ist natürlich hier ein Zaubertrank drin, das ist ja klar. Da ist eine Tarotkarte. Also ihr seht schon, ich habe so das Thema Hexen, da habe ich alles zusammengewürfelt, was man irgendwie mit Hexen in Verbindung bringt. Und da ist ein Zauberstab, ganz klar mit Totenkopf dran. Und hier zwei Seiten, wo ihr was draufschreiben könnt.
Ja, natürlich gibt es auch Hexen-Omis. Hier vorne mit Totenkopf und Blümchen dran. Und hier ist so ein Mittelalterbild mit so einer Ratte. Das fand ich sehr passend dafür. Und hier ist natürlich eine mit einem Hexenbesen, das ist ja klar. Hier im Hintergrund ist ein Brief vom Komitee des Blocksbergs, die Einladung zum nächsten Hexenball. Und hier auf dem Spitzenborte, da ist eine schöne fette Spinne, die natürlich auch nicht fehlen darf. Ich möchte schon eine ganze Menge Menschen diese Spinne als erstes mal abschneiden. Wahrscheinlich. Gut, dass die bewegt sich nicht, die kann man gut beseitigen. Genau, so hier ist Platz für eure Geheimrezeptur. Das ist also aus einem mittelalterlichen Kalligrafiebuch. Das fand ich sehr, sehr passend. Hexen und Mittelalter, das passt ja. Guck mal hier, da denkst du doch gleich so an Tinktur und dann irgendwelche Einreibesalben, oder? So mit der, genau. Mit der Raufe und so. Dann, genau. Das schreit doch nach irgendwelchen Elixieren. Ja, da habe ich euch mal richtig viel Platz gelassen. Ich habe jetzt hier mal so eine Spitze und dahinter sieht es aus, als wenn das Blatt dahinter gesteckt wäre. Was sich gleich wieder anbietet, um das einfach mal hier auszuschneiden und das dann auch gleich so aufzukleben, dass man das... Genau, ich mache mir so viel Mühe, dass das da optisch so aussieht, als wenn es dahinter steckt. Du schneidest es gleich mal wieder ab. Das sieht aber cool aus. Werdet ihr sehen in meinem Buch. Ja, sieht es wirklich. Ich habe es mir angeguckt und habe gleich gedacht, so, das muss man abschneiden. Unbedingt, ja. Ja, eine schöne Fledermaus und irgendwelche mystischen Schriften in Gold und so weiter. Das ist also eine, finde ich, eine sehr schöne Collage geworden. Ja, und die kann man halt auch wieder in Einzelteile zerlegen. Könnte man also gerade, im Moment ist ja Masterboards machen so schick, ne? Die ganzen Einzelteile, die könnte man da prima drauf verteilen und dann mit Farbe noch ganz viel drumherum machen. Das hat unheimlich viel Potenzial. Da hätte ich stundenlang mit rumspielen können mit der Seite. Mein Lieblingsbild. Genau. Das ist auch wieder eine Kräuterhexe, deswegen schnuppert sie hier an den Rosen, weil da kann man ja auch irgend so ein Elixier draus machen. Also die Kräuterhexe haben wir da knallhart reininterpretiert. Ja, natürlich. Das ist ein Bild von Waterhouse und das war ursprünglich alles andere als eine Hexe. Ein ganz berühmtes Bild und auch ein sehr schönes Bild. Aber man könnte, weil sie so schöne rote Haare hat, sich ganz wunderbar vorstellen, dass sie so ein Burgfräulein ist, was sich für die Hexenkünste... Ja, und sie hat ja auch so ein schönes Gewand an hier. Genau, für die Heilkräfte ganz doll interessiert. Das passt schon irgendwie. Also das ist mehr eine Hexe aus gutem Hause, deswegen habe ich hier also den Saal mit Esstisch da dazu gemacht. Lass mich mal hier rumrumpeln. Ich muss mal was sagen. Zeigen zu der Hexe aus dem guten Hause. Ich habe ja hier akkordmäßig Cover gebaut, weil ich fand die so toll. Und dann habe ich gedacht, wieso muss man mit dem Hexenpapier ein Hexenbuch machen? Da ist noch nicht viel mit passiert, das kommt noch. Aber das Cover fand ich also schon mal total cool. Ich hatte nämlich diesen Stoff, der irgendwie sehr genau diesem Umhang hier oder diesem Gewand, was sie anhat, entsprach. Und dann seht ihr mal, man kann auch ganz andere Sachen machen. Ja, das wird ganz edel und sehr feminin. Ne? So, ja, aber es hat trotzdem was von Hexe. So ein bisschen mystisch. Also finde ich auch sehr schön. So, da ist im Hintergrund so ein bisschen was Astrologisches. Auch das habe ich jetzt mal in den Bereich Hexen so ein bisschen sortiert. Ja, Wahrsagerei gehörte ja auch dazu. Genau. Und hier unten dann mystische Schriftzüge. Und die Fledermaus. Genau. Die Da ist nochmal schön viel Platz für euch zum Schreiben. Und hier in der Mitte habe ich mal so eine Spitzenborte aus Totenköpfen gemacht, die so ein bisschen zerfleddert ist und ein paar Symbole. Das wäre ja so eine richtige, für das Buch der Schatten, so eine richtige Basisseite, ja, genau, um was zu schreiben. Richtig. Also ganz cool. Ja, hier wird also das ist Einmachen für Hexen, da ist also so ein Schädel da im... Der Ex wird gerade... Der Ex wird gerade gekocht. Und da habe ich ein Buch mit Hexensprüchen gemacht und sie sitzt hier also am Feuer und der Hexenkessel, der hängt also drüber. Eine Burg, das fand ich irgendwie auch passend zu den Hexen und der Rabe. Und hier kann man was reinschreiben, das könnte man also ausschneiden als ja, weiß ich nicht. Als Label, aber es hat tatsächlich, genau. Ich muss das gerade mal jemandem zeigen, dieses Blatt alleine, wenn man gerade nicht so ganz so viele Ideen hat, absolutes Coverpotenzial. Genau, da hast du schon gleich das Label. Ein bisschen abreißen, ein bisschen drumrum, ein bisschen was Schwarzes machen und schon haben wir das Buchcover erledigt. Mhm. Ja, gerade so für einen Anfänger ist das natürlich immer eine tolle Sache, wenn dann schon so vorgegeben ist. So, da ist einmal, da kann man sein Rezept für Giftpilze draufschreiben. Ja, mache ich. Das mache ich heute Abend essen. Ja, Schätzchen. Genau. Gut, dass ich koche. Und hier Flugsalbe, die wurde ja auch aus Pilzen gemacht, aus Giftpilzen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber
diese Flüge, dass die da geflogen sind, das hat man ja dann festgestellt, dass es daran lag, dass die sich mit so einer Salbe eingerieben haben aus irgendwelchen Giftpilzen. Und dann haben die im Prinzip halluziniert, also als wenn du eine Droge nimmst. Ja, genau. Und haben gedacht, sie würden ums Haus fliegen. Das ist zumindest eine der Erklärungen, die die Wissenschaft heute dafür gefunden hat. Bisschen zu viele am Fliegenpilz gedacht. Dann geht's los. Die magische Kraft edler Steine. Ja, da habe ich alte Texte aus Büchern, Amethyst, Aquamarin, Mondstein, Lapislazuli. Und das mega coole ist, die Steine, die haben wir auch im Sortiment, alle außer dem Aquamarin, der ein unglaublich teurer Edelstein ist und einfach nur so fürs Schmuckbasteln sprengt der so ein bisschen den Rahmen. Aber die anderen, das werdet ihr in den Hexenbüchern dann auch noch sehen, die haben wir, die kann man da tatsächlich auch gleich mit einarbeiten. Ja, und Edelstein wurde ja immer schon irgendwelche Heilkräfte oder was. Magische Kraft. Bis heute denkt man das ja eigentlich. Ne? Und der Amethyst ist ja sowieso der Hexen. Ja, das stimmt. Der Hexenstein schlechthin. Ja, da haben wir die Wahrsagerei. Und hier natürlich die Glaskugel, darf ja nicht fehlen. Und hier, das ist von Kepler, glaube ich, ein Horoskop, genau. Ah. Irgend so ein Horoskopmodell oder sowas. So ja, genau, Wallensteins Horoskop. Und ich glaube, der Kepler hat es dann irgendwie gemalt oder irgendwie so. Irgendwas Mystisches. Du bist ja keine Hexe, woher sollst du das wissen? Ja, richtig. Ich bin ja hier nur Praktikant. Ne? Da ist nochmal eine Seite für Kräuterhexen. Also sie hat hier irgendwelche Blumen, die sie da pflückt. Und in dem Emblem, da ist noch eine. Da könnt ihr dann selber eure Kräuterrezepte dann aufschreiben oder was auch immer. Ja, vielleicht gleich mal ein paar gepresste Kräuter aufkleben, ne? Das würde ja auch ganz gut passen. Ja, das ist eine gute Idee, genau. Und dann riecht das Buch gleich noch ein bisschen gut, wenn man, je nachdem, was man so, ein bisschen Salbei oder so, ne? Schöne Blätter reinkleben. Ja. Das Geheimnis der Talismane. Talismane waren ja auch ein Thema immer. Und hier habe ich mal Alter Ring der Grafen von Feldheim zu Habke. Die hatten also tatsächlich hier so einen sehr interessanten Ring. Das war dann so das Familien-Erbstück wahrscheinlich, was weitergereicht wurde. So ein magisches Zeitumkehrer-Dingsbums oder sowas. Genau. Auf jeden Fall, oder? Unbedingt. Und hier ist jetzt nochmal so ein irgendein magischer Schriftzug, den ich nicht lesen kann. Ist auch gut so, wer weiß, was da passiert. Ja, da verwandelst du dich in eine Kröte. Ey. Affen? Ja, hier ist mal so ein Blick aus dem Fenster auf so ein altes, verlassenes Haus. Das ist also eine sehr mystische Seite, finde ich. Eine schöne alte Tapete im Hintergrund und hier die zwei Raben. Wo Hexen sind, sind auch Raben. Das gehört ja mal irgendwie auch ein bisschen zusammen. Ne? Hier ist so ein schöner alter Sekretär, so mit Kerzenbeleuchtung. Den fand ich ganz prima und habe ich mir so vorgestellt, hier schreibt jetzt die Hexe also irgendeinen Brief an. Ja, an das Komitee von Blocksberg. Und da ist nochmal so ein Zaubertrank, der leuchtet so schön. Eine Seite für Kräuterhexen. Sie zieht also gerade hier irgendeinen Bandkreis und brodelt da was in ihren Kessel zusammen. Und da ist eine Seite für die Walpurgisnacht. Und da sind junge Hexen, die also vor dem Feuer da irgendeinen Hexenspruch aufsagen. Die üben noch, damit sie fliegen können. Genau. So, und diesmal habe ich dann mal wieder eine Seite mit Umschlägen gemacht. Da könnt ihr also eure Hexenpost dann reinstecken. Und ein bisschen Washi zum Aufkleben dann. Hier nochmal dieser Totenkopf. Also Washi zum selber machen. Also, ja, genau. Ist ja deswegen sage ich zum Aufkleben. Also es ist nicht selbstkleben, das müsst ihr natürlich dann selber aufkleben. Und die Spinnen unten. Ja, und jetzt kommen wir zum Stickerbogen. Also, ich gucke mal, ob wir ein bisschen zoomen können. Ja. So, schau mal, jetzt kann man es, glaube ich, gut erkennen. Genau, hier gibt es dann wieder schöne Washi-Streifen. Die Hexenapotheke, ganz wichtig, ne? Mhm. Und hier habe ich dann mal so Hexenporträts gemacht oder so, ja, wie nennt man das, so Medaillons oder so zum Ausschneiden. Und die haben, glaube ich, genau, hast du die auf die Größe gemacht von unseren Stanzer? Die runden, ja, die ovalen, doch, die ovalen, glaube ich, auch. Ja, denn wir haben ja die Motivstanzer bei uns, ne? Also die 2,5 cm und der kleine ovale. Und da hatte ich extra die Maße rausgesucht, weil ich gedacht habe, wäre ja mal cool, wenn man die ausschneidet und dann direkt mit dem Stanzer im richtigen Format dann eben rausgestanzt wird. Ich habe es so gemacht, dass die also, ich glaube, einen Millimeter größer sind, ja, damit es besser was passt. Aber nichts macht, sodass ihr da nicht so hundertprozentig genau, man kann die ja umdrehen, das habe ich
ich ja von dir gelernt. Ja, genau. Und dann sieht man ja unten genau den Kreis, den die Dinger ausstanzen. Das sollte klappen, ich hoffe. Hat schon geklappt. Ich habe es ja ausprobiert. Und es ist halt gut, dass die ein Ideechen größer sind, weil dann muss man nicht direkt auf der Linie rumstanzen, sondern es passt. Aber das machen wir ja auch noch in den Tutorials. Es gibt ja auch noch Hexenbücher-Tutorials. Da gucken wir uns das nochmal genau an, für die, die mit diesen Stanzern noch gar keine Erfahrung haben. Genau. Naja, ich will jetzt nicht zu jedem Bild was sagen. Also hier habe ich nochmal so ein die Hexenakademie. So ein Sticker gemacht. Und dann lauter süße kleine Dekorationen halt für das Buch. Lass uns mal die Postkarten gucken, die sind so toll. Da habe ich nämlich rumgequengelt bei den Postkarten und habe ziemlich viel meinen Senf dazu gegeben, was ich da gerne hätte. Und manchmal macht mein Mann auch das, was ich will. Hey, ich mache viel mehr, was ich soll, als ich sollte. Ja. Ja, da sind nochmal die Hexen ums Feuer. Ich versuche nochmal zu zoomen, dass wir die richtig schön groß da drauf bekommen, weil das so tolle Bilder sind. Was mir vor allen Dingen daran so gut gefällt, dass die sind so leuchtend. Ne? Also das knallt so richtig. Und die einen mögen ja leuchtende Farben total gerne. Das, wenn man das nicht will, wenn man das mehr Vintage will, das runter zu tunen, das zeige ich euch auch nochmal. Das haben wir ja schon in anderen Videos gemacht. Mit ein bisschen Gesso funktioniert hervorragend. Ich habe da die super coole Cover mitgemacht. Und wenn was zu knallig ist, das runter zu tunen, ist ja kein Problem. Aber wenn was halt schon Vintage ist und ich jetzt gern wundere, dann fängt der Ärger an. Ja. Und deswegen ist das, glaube ich, unglaublich cool gelöst, wie du das gemacht hast. Das sieht alles so angeleuchtet aus. Das ist irre. Ja, das hatte ich auch, wollte ich ja machen. Ja, gerade hier ist ja jetzt das Feuer und so weiter. Da sollten die ja auch dann so aussehen, als wenn sie vom Feuerschein angeleuchtet werden. Ja, total cool. Hier habe ich dann vier kleine Karten gemacht, die ihr dann so als Kärtchen ausschneiden könntet. Ein bisschen gucken immer, dass wir im Bild bleiben. Wenn Hochkant ist eng, ne? Genau. Naja, passt schon, man sieht's. Genau. Ja, da ist nochmal so eine Oma hier in der Hexenbibliothek. McGonagall, genau. Ja, das ist die. Die hast du ja dann für dein Cover verwendet. Ganz genau. Aber es ist egal, ob man sie von der Karte oder vom Papierset benutzt, funktioniert gleichermaßen. Ja, genau. Die Karten sind ein bisschen kräftiger von der Farbe. Ja, hier habe ich also mal zwei Schulanfänger gemacht für die fürs Hexeninternat am Blocksberg. Kann man es sehen? Ich weit drin. Da. Ein kleiner. Die sind doch klasse, oder? Wie die gucken. Ja, also die, glaube ich, freut sich nicht so sehr, dass ich ins Internat muss. Ja, die ärgert sich. Ich habe so einen ollen Kessel gekriegt und ich. Und die hatten einen Besen. Ja, aber sie hat ich will auch einen Besen. Ist so, echt jetzt? Weißt du, so guckt total klasse. Das ist herrlich. Das ist auch ein tolles Bild. Ja, also sie macht jetzt da irgendwas Magisches. Ja. genau. Hokuspokus. Da ist die Wahrsagerin. Hier habe ich die Kugel dann auch mal nochmal richtig strahlen lassen. Ja, die leuchtet auch so richtig. Genau, ich glaube, wenn man die jetzt noch mit Junk Journal Kleber, dass die so wie Glas bekommt, da drauf das machen, das wird mega. Das könnte ziemlich gut werden, ja. Stimmt. Ja, meine Lieblingskarte. Genau, also ihr seht schon, hier sind eine ganze Reihe Bilder drin, die ich im Papierset nicht verwendet habe. Und ich zeig mal, was du draus gemacht hast. Ich fand sie super, ja, und sie ist ja wirklich, das ist ja wirklich richtig knallig. Also wer es gerne richtig bunt hat, der freut sich. Und ich wollte es aber so ein bisschen mehr so. Jetzt ist es zu groß, ha, ganz riesig. So, und dann bin ich da eben einfach mit Gesso und mit Stempelfarbe dran. Die Augen habe ich freigelassen und habe da auch extra nochmal Junk Journal Kleber drauf gemacht, damit die so ein bisschen nass wirken. Und es ist doch, cool, ist doch irre, oder? Was man draus machen kann. Und je nachdem, was man halt so für einen Geschmack hat, wie man es gerne möchte, ist total toll. Die haben so viel Potenzial, diese Karten. Ich könnte immer weitermachen. Ich könnte noch zehn Cover gestalten. Ja, ich hatte so viel Material am Ende. Ich schieb mal gerade, das war wieder so. Ja, da ist nochmal die Dame mit dem Bannkreis, den zieht sie hier mit ihrem Stab und hier brutzelt sie irgendwas und die Raben gucken zu. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das probieren möchte, was da in dem Kessel ist oder lieber nicht. Wer weiß. Ja, hier habe ich dann mal so ein Ouija-Board. Das kennt er bestimmt, ne? Da muss man dann anfassen und dann der Geist schreibt dann irgendwas. Ah, es bimmelt. Leute, eure Bestellungen werden gerade abgeholt. Genau, Post kommt. Die Regina geht jetzt runter und liefert aus. Ouija-Board, coole Sache. Und das ist auch ein tolles Bild. Da ist die junge Hexe, die übt jetzt hier gerade, die ist auch auf dem Hexeninternat und sie macht jetzt hier irgendwas ganz Cooles da mit einem Feuerbällchen. Das fand ich ist also auch eins meiner Lieblingsbilder. Ja, und das hat auch absolutes Coverpotenzial. Ja, ich sage, ich muss noch 5 Hexencover machen, weil ich die alle irgendwie da drauf vorstellen muss. Das macht mir so einen Spaß. Ja, hier ist nochmal eine Viererkarte.
Hexeninternat am Blocksberg. Da ist jetzt hier wieder McGonagall, hätte ich fast gesagt. Und da sieht man eine Schülerin, die also da in den Katakomben am Lernen ist. Die ein bisschen aussieht wie Hermine. Genau. Ja, da ist nochmal eine Lehrerin. Und der Besen, der schwebt hier so rum, der wird ja gerade nicht gebraucht. Und noch eine Schülerin, wo der Rabe dann auf dem Buch sitzt und mitguckt. Ja, und die finde ich auch sowas von cool. Ja, ist ja. Auch. So. Mega. Also ja. Das ist so, kann man sich so richtig vorstellen, wie die mitten im Feld steht und eben die Elemente anruft, ne, und ihren Zauber da versprüht. Genau. Sensationell. Gefällt mir auch unheimlich gut. Da habe ich Spaß gehabt an dem Bild. Ja, und hier ist auch nochmal eine junge Hexe, die dann auch gerade irgendwie was, sieht aus, als wenn sie gerade über so einen Zauberspruch nachsinnt. Die übt auf jeden Fall. Aber jetzt kommt das Beste von allem. Ja. Moment. Du drängelst heute wieder. Jetzt kommt die Hexenapotheke. Ich glaube, es war schon spät am Abend und ich weiß nicht so ganz genau, was Roland gegessen oder getrunken hat, als er damit zugange war, aber es ist so gut geworden. Ich kann auch nüchtern lustig sein. So. Ja, macht aber nicht so viel Spaß. Das ist bestimmt. Also, das ist die Hexenapotheke. Hier habe ich so eine Spinne noch reingesetzt. Und ich habe jetzt also auf die ganzen Flaschen irgendwelche Sachen draufgeschrieben. Erst wollte ich nur 2, 3 und dann fiel mir immer mehr Quatsch ein. Und dann habe ich einfach am Ende alles umgewidmet. Also hier gibt es dann die Schicksalstropfen. Und das Coole ist halt, die haben halt auch eine gute Größe. Wenn man also eine kleine Flasche tatsächlich nimmt, man sieht es schon, man kann die super auch ausschneiden und wirklich als Label da draufkleben. Da wird natürlich auch noch was mit passieren. Ne? Tutorial wird kommen, keine Frage. Genau, also hier ist alles, was man so braucht als Hexe. Hier gibt es zum Beispiel Schwiegermutter-Ex, falls einem die Schwiegermutter nicht so genehm ist. Da gibt es eine Schachtel Machtblocker. Ja. Ein Jungbrunnen-Elixier, kann nie schaden. Hier eine Flasche mit Mückenhirnen gerieben. Ist das für Mückenhirne oder gegen Mückenhirne? Nee, das sind Mückenhirne, geriebene Mückenhirne sind da drin. Ja, aber ich meine, was ist die Wirkung? Wird man davon keine Ahnung, schlau? Ich bin ja keine Hexe, das weiß ich nicht. Ich kenne so manchen, der ein Mückenhirn hat. Ich weiß nur das ist für Leute, die einen Stich haben, weißt du? Die werden dann gesund. Ich will das nicht nehmen. Warzenpulver, ganz wichtig, Übermutextrakt. Schrumpfkopfsud, Elfenstaub, fein, Glücksextrakt, konzentriert, gelbe Fußnägel, dürfen in keiner Hexenapotheke fehlen. Wofür auch immer die gut sein soll. Krötenschleim, Liebestrank, ist natürlich ganz wichtig. Der Klassiker, ja, ist ja logisch. Hier haben wir Seelentinktur, Flugsalbe, ganz klar. Ewiger Schlaf und hier ist noch eine Schachtel Spinnenbeine. Und ein Gebinde mit Ohrenschmalz. Und hier kommt das Beste, eine Schachtel Männerzahm. Kann man das sehen? Ich muss es mal ranzoomen, dass ihr mal seht, was der auf das Männerzahm da drauf gebastelt hat. Da ist nämlich das Nudelholz dabei. Das Nudelholz ist dabei. Das ist so herrlich. Der Trunk der Weisheit und Fledermausohren. Und dann zeigt es mal wieder, man muss die Hexenapotheke nicht so ganz so super ernst nehmen. Ja, aber es bietet sich ja wirklich machen. An, ja eben. Und das ist das Gleiche. Das haben wir nochmal hier als Vellum, genau. Je nachdem, was man eben vorhat, als Sticker, klar, als Label auf die Flasche, aber gerade das hier, weil das so ein bisschen ja, durchscheint, ne, sieht man ja, finde ich das eben, um Flaschen zu machen, wenn man da dann wirklich Flüssigkeit in bunten Farben drin hat oder auch irgendwelche anderen Dinge, das scheint ja dann so ein bisschen durch und das finde ich also zum Flaschendekorieren, da juckt es mich schon. Die sind gerade erst gekommen, ich hatte noch gar keine Chance. Aber wirklich vorhin, ne? Regina legt es gerade an, damit es morgen also auch im Shop dann schon ist und da haben wir Glück also morgen gehabt. Ist für euch heute, wo ja, ihr ja, das genau. seht, wir sind ja einen Tag vorher. Richtig. Und ich hatte noch gar keine Gelegenheit damit zu spielen, deswegen müssen wir jetzt das Video fertig machen. Darum drängelst alle du. Raus aus ich denke schon, die schubst mich dauernd als welchen Lama-Esel hier immer. Gib Gas, mach schneller. Mach hin, ich will basteln. So, was verlosen wir denn jetzt? Na, wir verlosen, beim ersten Platz verlosen wir alles. Das ist ja klar. Komplett. Ja? Also komplett. Das Postkartenset, das Papierset mit dem Stickerbogen, Stickerbogen den extra Hexenapotheken-Stickerbogen und das Hexenapotheken-Vellum. Genau, erster Platz kriegt das volle Programm. Zweiter Platz kriegt das Papierset und die Postkarten. Mhm. Dritter Platz kriegt die Postkarten. Ja. Und 4 und 5, diesmal haben wir 5 Plätze, die wir verlosen. Der 5., 4. und 5. Die bekommen die Hexenapotheke, Hexenapotheke. Als Stickerbogen. Genau. Und was müsst ihr tun? Es ist ja klar, es gibt ja immer eine Aufgabe. Was muss man tun, damit man hier was Schönes gewinnen kann? Das ist ganz einfach.
Ich habe ja schon ein wunderbares Hexenbuch gemacht hier. So, ne? Ganz cool. Ich werde euch am Sonntag zeigen, was ich gemacht habe und womit ich es kombiniert habe. Das ist aber nur für euch zur Anregung. Ihr selber macht euch jetzt mal 2, 3 Gedanken. Mit welchem von unseren Funkelkram-Papiersets würdet ihr denn dieses Hexenpapier kombinieren? Wir haben ja jede Menge. Also was weiß ich, wenn du sagst Gothic oder Eulen oder weiß der liebe Himmel was, aber vielleicht würde ja auch irgendwer eine Steampunk-Hexe machen oder irgendwas ganz anderes. Keine Ahnung, stimmt, was euch einfällt. Ja, stimmt, interessant, was dabei rauskommt. Ja. Und deswegen würde mich das mal interessieren, was habt ihr denn für Ideen, was wäre euer Favorit? Also wenn du diese Frage beantwortest, schreibst du, was wäre dein Kombinationsfavorit? Was würdest du benutzen, um das Hexenset hier zu erweitern? Mit welchem Papierset würdest du zusätzlich arbeiten aus unserem Sortiment? Diese Frage schreibst du uns unten rein. Also die Antwort, die Frage nicht, die habe ich ja jetzt gestellt. Logischerweise, schreib also, ne, mit welchem Papier möchtest du dieses oder würdest du das kombinieren wollen, genau, wenn du ein Hexenbuch machst? Und nächste Woche Mittwoch verlosen wir. Ihr könnt bis wann? Bis Sonntag. Bis Sonntag könnt ihr diese Frage beantworten. Sonntag 24 Uhr. Mhm. Könnt ihr die Frage beantworten und dann macht ihr noch, nehmt ihr teil an der Verlosung. Genau, bis Sonntagabend 24 Uhr, weil wir ja auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um das Video dann zu drehen und sowas alles. Und die Teilnahmebedingungen stehen aber auch natürlich hier nochmal unten drunter. Ganz genau, könnt ihr lesen, in den Shownotes steht das alles drin. Und jetzt bin ich mal mega gespannt, was euch einfällt zu diesem Hexenset, mit was ihr denn so um die Ecke kommt, was würdet ihr machen wollen, was sind eure Ideen. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, zu sehen, was ihr mir da unten drunter schreibt. Ja, ich auch. Und in dem Sinne würde ich jetzt sagen, Hex, Hex. Das ist geklaut, das ist nicht. Das ist alles so geklaut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Alles klar, ciao. Ciao.